Willkommen zurück, meine lieben Drachlinge, zu einem weiteren Part von Dragon Age Inquisition. Wir sind hier einer wunderschönen Nacht, einem riesigen Vollmond, in der fauchenden Ödnis, dem nördlichen Teil der Westgraben, also der Wüstenregion. Ja, der schönere Teil der Westgraben ist ja eher die verbotene Oase. War eigentlich auch ganz schön. Ja, ich habe mir überlegt, wir machen jetzt erstmal das alles soweit. Immer so ein bisschen, auch so ein bisschen gespoilert. Hier hinten ist, müssen dann hier irgendwelche Gräber oder so, glaube ich, oder was auch immer, die Venatori suchen, finden. Und eins der Gräber ist hier im Osten, das ganz östlichste. Und bevor wir uns dann auf den Weg machen, das dann zum Schluss machen, würde ich dann lieber zu hingehen und wieder zurück zu die Oase gehen, dort diesen Tempel dann machen, weil, also was wir dann schon bisher gesammelt haben, machen wir im Tempel, weil dort gibt es einen Drachen, der Drache der Region, der bewacht nämlich das letzte Grab, was wir dann hier für die Mission Sandenverfall brauchen. Oder die Nachfolgemission. Naja, wir gucken mal, dass wir jetzt heute so ein bisschen weitermachen. Könnte jetzt nach da. Und hier ist nach oben. Oder hier erstmal da. Wenn das hier nicht so weit ist. Wo ist denn das? Eieiei, jetzt hier tief runter. Auch schon ein bisschen angeschlagen. Bei diesem Tempel können wir schon einiges herausholen. Hallo, kleiner Fennec. Alter, wer war das denn? Blackwall. Du kannst dich teleportieren. Was machen denn die da unten? Was macht ihr denn da unten, ihr kleinen Idioten? Ja. Ah, die Templer. Nein, Vivian. Templer. Nicht irgendwelche Viecher. Oh, ich bin auch so weit weg. Du sollst hingehen, Syrios. Komm. Nein. Solange das Fieder mich nicht angreift, ist alles gut. Wir hatten wohl hier nichts. Auch nicht wieder ab. Wir wollten ja sowieso nach Norden. So, sind unsere Lager, die wir errichten sollen. Okay. Ist da links irgendwas? Was ist das da unten?
irgendwas mit Templern. Hi. Ist hier nichts. Oder ist hier irgendwo? Was zeigt mir? Ist das eine Flasche oder was? Was ist da drin in der Flasche? Das sind eigentlich schon Piratenrüstung, aha. Oben ist irgendwas drauf. Einsames Licht. Und ein Okularum. Ist da oben drauf oder wo? Hier vorne irgendwo. Da. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Das da vorne. Wo? Buch. Tagebuch über zwergische Ruinen. Aha. Zur Not können wir das ja alles verkaufen. Der Riss ist da. Dann gehen wir dann sonst hier runter in Richtung dieses Lagers. Oder in die Richtung dieses Lagers da. Ist auch nicht schlimm. Dann können wir schon so ein bisschen. Oder machen das hier oben. Egal. Nächstes Mal zu dem Riss, der da irgendwo in der Nähe sein soll. Sieht man schon das Grüne aufleuchten. Wäre schon besser mit dem Pferd hier zu interagieren. Ah. Speichern. Genau, und dann machen wir das hier weg. Und ab geht's. Was haben wir denn da Schönes, ne? Schrecken und so ein großer Name. Hallo.
Hoffentlich nicht drei Farben, ey. Das wäre auch. Ah, zwar so ein Fetti direkt wieder, aber egal, den kriegen wir sofort hin. Mann, ist das nervig. Scheiß Viecher. Nein. Nein. Mann. Jetzt noch diese komischen Nervgeister auch noch. Ich bin jetzt zum Glück empfindlich gegen Feuer. Haben wir noch ein Jahr? Ruhe. ja. Ja, glaube ich, schlau jetzt zu dem Lager dazu gehen. Machen wir es einfacher. Ja, eigentlich wollte ich hier unten das irgendwie auch. Ach, hier unten den Rest. Dann können wir eigentlich auch wieder kurz zurück. Energie auftanken. Und los geht's. Nach Norden. So laufen. Eigentlich kommt noch mit dem Pferd. Pferdchen. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Ah, hey, nicht wegrennen. Haben wir das nicht schon? Jetzt da fauchende Ödnis. Zack. Gucken wir mal. Risse. Grab von Feierall. Aha. Ja, und dieses Grab, da gibt's wohl mehrere und das letzte Grab wird von der Hochdrache in dieser Region beschützt. Ich wollte gucken, wie es mit Scherben aussieht, aber naja. Was ist hier unten? Die Landklippen. Ich habe das gerade aufleuchten sehen. Mich um die da vorne. Oh, guck mal her. Oh ne, nicht sowieso ein Nervenvieh, ey.
Die sind so nervig, diese Fenster hier. Dicker Schemen. Das war's, okay. Und diese dummen Schemen weg. Das machen. Level up. Super. Dann können wir ja noch vielleicht bei der Inquisition ein bisschen da reinmachen. Ist mein Pferd weg? Mein Pferd ist weg. Wo steht es noch da? Ne, ist es weg. Wo soll denn hier ein Steinbruch sein? Obwohl, eigentlich brauche ich den Steinbruch ja nicht mehr. Wir haben ja jetzt alles gebaut, was wir mit Steinbruch und so weiter für die Dings benötigen für unsere Inquisition. Himmelsfeste meine ich so. So, Pferdchen. Raus. Hilfe. Ach da. Ich dachte gerade so, da wäre jetzt ein tiefer Abgrund, aber ist es nicht. Seichte Becken. Andererseits? Oder geht's hier irgendwo ran? Was ist das denn? Ach, so ein Wahrgeister, wie die schon heißen. Schön. Bin ich richtig überhaupt? Könnte sein. Das Pferd? Ja, super.
was man auch umgehen kann. Wir sind doch irgendwie nach Norden. Was ist? Mach's einfach. Abbauen. Einfach abbauen. Tschüss, ihr Trottel. Müsste hier vorne irgendwo sein. Verfolgt mich das eine Vieh? Kurz aus. So viele Masken. Auf dem Ball? Das gehört zur olysianischen Kultur. Gewöhnt euch dran. Nicht auf dem Ball. Hier. Was meint ihr? Wollen wir lagern oder ziehen wir weiter? Erstmal machen wir hier die beiden klar. Hilfe. Okay. Ach, das ist ja wie mit ihrem Kinnhakenschlag. Super. Das zweite Lager. Könnte sich jetzt zu dem Lager davor schlagen. Gehen wir zum nächsten Lager da und dann nach rechts. Dann haben wir jetzt schon ein bisschen aufgedeckt. Ja. Jetzt noch zu dem Lager nach im Norden und dann. Im Norden habe ich gesagt, nicht im Süden. So, Sirius und Pferdsch. Pferdchen. So, Pferdchen. Auf geht's. Brauche ich denn eine Pferde? Das hier ist doch gut. Das da? Keine Ahnung. Hier vorne irgendwo. Kommen wir da durch? Sieht gut aus. Aha. Hier unten oder oben? Oder da oben. Passen wir durch? Nein. Ey, Hilfe! Ich bin jetzt mein Pferd da durch.
Hier. Muss ich runter. Tschüss, Pferdchen. Roten Templern nicht zu nahe. Das ist ein übler Haufen. Wir haben schon ein paar von denen besiegt. So. Schlagen wir unser Lager auf? Jo. 3 von 7. Verstecken sich die Venatori in dieser Wüste denn überall? Inquisitor, ich habe Informationen für euch. Oh, ich bin jetzt nicht fehlt im Moment die Zeit. Natürlich, Sir. Warum muss ich das immer machen, ne? Ich habe keine Lust. Da wären Viecher und da unten. Hm. Haben wir noch Zeit? Na doch, das ein, wenn das hier in der Nähe ist, dann können wir das ja machen. Hier irgendwo. Da hinten. Was mit dem Pferd? Pferd? So. Ab geht's. Was wir hier wieder haben. Hochmutdämon. Was sind wir eigentlich? Und da. Ah, ich habe davon gelesen. Die stummen Schwestern sind das wohl. Ja. Seid gegrüßt. Unser soll sein die Bürde des Wissens, um es in die Erde zu tragen und uns als würdig zu erweisen. Eine Kantorin? Was macht die denn hier? Die Rechtschaffenen sollen das Wort des Erbauers in jeden Winkel seines Hauses tragen. Gut, das wird den Leuten helfen. Lebt wohl. Hm. Speichern. Soll wohl 4 geben, aber gibt einen Trick. Na, 4-mal laden. Schön, euch wiederzusehen. Alle Menschen sind das Werk des Erbauers. Vom niedersten Sklaven bis hin zum höchsten König. War der nicht vor wenigen Minuten noch ganz woanders? Gesegnet sind jene, die unter den Augen des Erbauers wandeln. Und zwar muss man normalerweise mit allen 4 reden, aber man kann auch mit einer reden. Und zwar nach jedem Reden speichern, laden. Speichern, den Spielstand laden, nochmal mit ihr reden. Und beim 4. Mal gibt es einen Gegenstand von ihr. Oh, laden. Also ich hoffe, dass es klappt. Möget ihr zur rechten Hand des Erbauers ruhen und dort Vergebung finden. Wie kommt ihr hierher? Folgt ihr mir etwa? Jene Länder, die den Erbauer leugnen, sind wie ein Kind, das seine Mutter leugnet. Sie kann unmöglich so harmlos sein, wie sie aussieht. Folgt ihr mir etwa? Du stehst die ganze Zeit da, du Idiot. Ihr habt uns gefunden. Nehmt dieses Geschenk. Weicht nicht zurück. Dort, wo kein Licht ist, erblühen die Schatten. Diese Frau war ein Okay. Ja, also ein Geist. Beharrlichkeit, ein Bogen. Ah, schade, der ist glaube ich viel zu schlecht für unsere Sera. Unsere Sera hat glaube ich einen Bogen mit 200 SPS. Aber das können wir alles nachgucken, wenn wir wieder zurückgehen.
zu unserem Dings. Wie heißt es? Zur Himmelsfeste. So. Genau, wir wollten hier hoch. Auf dich immer zu teleportieren, Blackball. Und die anderen auch. Wir haben jetzt hier Viecher zu töten. Ach, Mistvieh. Ja. Hallo. Meine Güte. Hochmut. Natürlich. Zwei. Wenn einer nicht nervig genug ist. Erstmal einen Haken gekriegt und ist erstmal weggeflogen. Ja. Gut, da wäre diese Bestie, von der erzählt worden ist. Die könnten wir einfluten. Dann könnten man, ich weiß nicht, von hier aus hier runter. Nein. Mir gibt es noch ein paar Sachen hier zu tun. Allerdings machen wir das alles im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.